Martin und wir sind Stile Taxi. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Wir haben uns schon mehrmals kennengelernt gehabt vorher, also so zufällig. Ich habe ihn bei einem Konzert gesehen, aber da kannte ich ihn noch nicht. Und dann haben wir uns bei meinem Abiball getroffen. Genau, und ich habe beim Händewaschen ihre Stimme gehört und sie hat von Alicia Keys irgendwas gesungen und habe gesagt, ey, du singst gut. Haben wir uns dann gut verstanden und dann angefangen Musik zu machen. Unser Gig im Heimatenreuter war auch so eine kleine Herausforderung. Ja, und das ist eine ganz andere Atmosphäre, sehr intim, sehr, sehr familiär. Ich fand den Gig im Heimatenreuter toll. Es war schön, es war gemütlich. Alle haben mitgemacht. Ich habe da einfach dann in die Menge gebrüllt, die sollen doch einfach mitsingen. Und dann alle mitgesungen, es war schön. Café Madrid in Aachen, da war das eine ganz, ganz interessante neue Sache, die wir ausprobiert haben. Wir haben noch nie in einem Club gespielt und wir haben zusammen mit dem DJ einen Auftritt gehabt, also praktisch wir spielen und er macht danach die Party. Wir machen quasi die Vorband für den DJ, so ein bisschen aufheizen und genau. Stimmen machen. Und das hat super geklappt, wir haben zwei Lieder, glaube ich, gecovert und das war einfach toll. Wir vielen Leuten unsere Musik zeigen. Die Atmosphäre war einfach super, weil Musikpublikum ist natürlich immer cool und Fans ist auch cool, aber Leute, die feiern wollen, die haben natürlich auch echt gute Laune und dann spielt man da und die Leute feiern mit und es war ein wirklich super schöner Club. Das war echt eine Erfahrung, die wir echt gerne nochmal machen würden, weil es einfach eine super schöne war. Also unser größter Erfolg. Zu unseren größten Erfolgen ist halt hauptsächlich wirklich der Popmotor-Sieg. Wir haben den ersten Platz beim Popmotor-Band-Contest gemacht. Wir haben uns wirklich von der Vorrunde bis ins Finale wirklich entwickelt und gearbeitet und hart gearbeitet, viel Zeit investiert und ja, das würde ich zu unserem größten Erfolg zählen. Dann natürlich beim Reinspaziert Meets Reinsubstanz-Band-Contest auch den ersten Platz zu machen. Kurze Werbepause, wir heißen Stile Taxi. Ihr habt so eine Stimmzettel. Da könnt ihr ein Kreuz drauf machen. Und jetzt geht's weiter mit Freeway. Ich habe für Stile Taxi gewotet. Ich bin ehrlich, es war eine attraktive Frontsängerin. Da klingt man also mal noch schon mal drauf. Und als ich die Musik gehört habe, da war ich echt platt. So eine kleine Frau, so eine dicke Stimme. Da war mal ein bisschen Funk im Spiel. Das fand ich toll. Stile Taxi! Stile Taxi! Stile Taxi! Und auf den ersten Platz, Stile Taxi! Damit hat Stile Taxi zwei Studiotage im Heitheit-Studio und einen Auftritt am 23.06. bei Rheinspaziert gewonnen. So gerade in diesen Tagen produzieren wir, fangen wir an, unsere EP zu produzieren. Deswegen stecken wir jetzt gerade wirklich unser Herzblut, glaube ich, in die EP und in die kommenden Auftritte, die wir spielen. Wir haben in den nächsten Monaten sehr coole, schöne Gigs auf Festivals und wir spielen Vorband für eine unserer gemeinsamen Favorite Bands. Versuchen die EP so schnell wie möglich, aber auch so gut wie möglich an unsere Fans zu bekommen. Wir wollen Leute damit anstecken, Leute damit begeistern, in ihren einsamen Stunden damit aufmuntern. Und wir wollen eigentlich, dass alle dazu abdancen, abfeiern, dass es überall läuft. Und hoffentlich können wir das damit erreichen.